Hallo liebe Bulli-Freunde, heute ist Sonntag. Ich sitze im Bulli, die andere Bulli-Family bzw. die andere Hälfte der Bulli-Family schläft noch. Und es sind draußen ca. 0 Grad, blauer Himmel, Sonnenschein. Und ich wollte das einfach mal nutzen, um euch zu zeigen, wie sieht das denn eigentlich aus mit einem Hochdach-Bulli. Wie sieht dieses Hochdach von außen und von innen aus? Und gibt es eigentlich auch solche Hochdächer mit Fenster? Und welche Vorteile haben diese Fenster? Und da wir das hier haben, wollte ich euch das mal kurz vorstellen. Wenn ihr weitere Fragen zu diesem Hochdach habt, die Dinger sind ja eher selten, die Hochdachbullis, dann kontaktiert uns einfach, denn wir finden es unheimlich bereichernd, hier sich auszutauschen, Informationen auszutauschen, da man relativ schwierig an gute Informationen rankommt. Und ja, da wollen wir einfach uns ein wenig beteiligen, weil wir einfach auch sehr dankbar sind für die Informationen, die wir über das Internet gefunden haben, speziell auch über YouTube, und ja, wollen einfach unseren Teil dazu beitragen. In diesem Sinne, wir haben diese Videos bisher noch in sehr einfacher Form gestaltet, vielleicht als Hinweis, wir haben noch keinen Vorspann, Abspann und dieses Ganze drumherum. Das wird irgendwann kommen, aber jetzt am Anfang wollen wir uns wirklich einfach nur auf die Inhalte konzentrieren und auf den Informationsaustausch. In diesem Sinne, habt ein wenig Rücksicht, und ja, für Anmerkungen sind wir jederzeit dankbar. Macht's gut und viel Spaß beim Zuschauen. Hier seht ihr das vordere Fenster. Wie man sieht, geht das 1:1 über von der Front nach oben, bietet also ganz wenig Luftwiderstand, so dass man während der Fahrt eigentlich gar nicht merkt, dass man überhaupt mit einem Hochdach unterwegs ist. Hier sieht man das Hochdach von hinten. Oben befindet sich ein relativ großes Fenster, das kann man kippen, das hat auch einen Insektenschutz und eine Verdunklung, die man von innen bedienen kann. Und ich kann jedem empfehlen, der sich für ein solches Hochdach interessiert, auf jeden Fall mindestens 2 Fenster einbauen zu lassen, da man ansonsten einfach keine gute Luft da oben hat. So. Jetzt sieht man das Ganze mal von der Seitenansicht. Sehr kompakt und bei der Größe auch windschnittig. Jetzt gehen wir mal nach innen. So, jetzt komme ich mal in den Bus hinein. Und man hat hier vorne die Stehhöhe. Ja, ich schätze mal, das sind so 1,90 Meter oder sowas ist das Ganze. Hier vorne ist dann das Fahrerhaus, der umgedrehte Beifahrersitz. Und dann hat man hier oben gleich umlaufend Ablagemöglichkeiten, was sehr, sehr praktisch ist, wenn man in dem Bus übernachtet, aber auch wenn man mit dem Bus unterwegs ist. Gerade dieses Kleinzeug, ja, muss ja auch irgendwo verstaut werden. Das hier ist ideal, um Bücher dann abzustellen, wenn man campt. Und das ist dann die Liegefläche. Die ist jetzt natürlich nicht komplett ausgeklappt, sondern die Matratze liegt da jetzt oben drauf. Da unten drunter ist das Lattenrost. Also man hat da, ja, das ist jetzt abgedeckt, eine sehr, sehr komfortable Liegefläche. Und das hier an der Seite, das ist auch wunderbar, das ist richtig mit, ja, dickem Stoff überzogen und auch weich. Das heißt, wenn man sich da hin und her wälzt, macht das gar nichts. Das komplette Dach hier ist richtig dick, fett, isoliert und schön angenehm, auch von der Haptik. Alles abgerundet,
sehr, sehr durchdacht. Auch hier vorne diese Form, alles schön. Und auch dieser Knopf zur Entriegelung, um das Ganze nach vorne zu ziehen. Da könnt ihr mal schauen, das geht also ganz, ganz leicht. Kann man das so nach vorne ziehen. Ah, da kommt auch das Lattenrost zum Vorschein. Ja, das kann man dann bis hier vorne hin ziehen. Zack. Da muss man nur noch die Matratze nach vorne ziehen. Und schon hat man da oben eine riesige Liegefläche und kann dann hier unten trotzdem weiter andere Dinge machen. Das ist praktisch, wenn man mit Kind unterwegs ist. Dann kann die eine Hälfte schlafen und die andere Hälfte kann da unten schon mal das Frühstück vorbereiten. Auch super ist die Möglichkeit, dass man das hier noch hochklappen kann. Zack. So dass man hier wirklich einen geräumigen Platz hat. Hier unten ist die Küche, Kühlschrank, hinten der Kofferraum, halt wie bei jedem anderen Kalifornier auch. Und was ihr hier oben noch seht, sind solche Öfen. Auf der anderen Seite auch. Da kann man ein Netz befestigen zur Gepäckraumsicherung. Das finde ich enorm praktisch. Vorführeffekt. Auf jeden Fall kann man dieses Netz da oben einhängen und dann kann man diesen kompletten Bereich hier hinten als zusätzlichen Kofferraum nutzen. Das ist unheimlich praktisch. Wir schleppen immer viel zu viel Zeug mit, auch wenn wir uns jedes Mal vornehmen, weniger mitzuschleppen. Das klappt irgendwie nie. Und dann hat man hier oben natürlich einen riesigen zusätzlichen Kofferraum, was das sowohl das Reisen erleichtert als auch das Campen selbst. Man hat einfach wesentlich mehr Stauraum zur Verfügung und bei diesen kompakten Verhältnissen eines VW-Busses weiß man das dann sehr schnell zu schätzen und möchte das dann auch nicht mehr missen. Zum Fahrerhaus hin ausgerichtet. Das kann man aufkurbeln. Das öffnet sich dann nach oben. Wie ihr seht, haben wir da auch eine Sonnenblende bzw. zwei Sonnenblenden, für jede Hälfte eine. Und es gibt noch eine Verdunkelung für das Fenster. Die kann man dann hier einklippen und dann hält das Ganze auch bombenfest. Wenn wir uns jetzt umdrehen, seht ihr das Fenster, das wir eben angesprochen haben. Dieses Fenster kann man auch nach hinten aufklappen, hat auch einen Insektenschutz und eine Verdunkelung und ist meines Erachtens absolut notwendig, wenn man ein gutes Raumklima haben möchte. Und das funktioniert dann auch einwandfrei, auch wenn es heiß ist. Da kann man das hintere Fenster aufklappen und auch das vordere Fenster. Und dann hat man ein wunderbares Raumklima in dem Bus.